Heute geht es um ein deutsches Unternehmen aus dem verschlafenen Örtchen Wetzlar in Hessen, was die Kamerawelt in den letzten 100 Jahren revolutioniert hat. Die Rede ist natürlich von Leica. Wir schauen uns zusammen die Geschichte von Leica an und warum es diese Kameras ohne ein Brot, was 5 Milliarden Mark kostet, gar nicht geben würde. Jeder, der sich mit Fotografie beschäftigt, stößt früher oder später auf den Kamerahersteller mit den astronomischen Preisen und bei dem aber jeder irgendwie sagt, ja, es hat einfach auch diesen ganz speziellen Look, den es nirgendwo anders gibt. Um Leica besser zu verstehen und auch ihr Standing heute, schauen wir uns einmal ihre Geschichte an, wo sie heute mit ihren Produkten stehen und ob es diesen Leica-Look in der Konsequenz denn eigentlich wirklich geben kann und was ihn ausmacht. Wir springen jetzt ins Hessen Anfang des 20. Jahrhunderts, weil da unsere Reise bei der Ur-Leica beginnt. Die, und das will ich jetzt schon mal sagen, ist übrigens Stand jetzt die teuerste Kamera der Welt, da sie für knapp 14,4 Millionen Euro bei einer Auktion den Besitzer gewechselt hat. In Hessen sitzen damals schon seit knapp Mitte des 19. Jahrhunderts die Ernst-Leitz-Werke, die aber nicht auf Kameras spezialisiert waren, sondern auf Mikroskope und Ferngläser. Damit waren sie auch schon nicht unerfolgreich, denn aus Hessen kamen damals mit die besten Mikroskope der ganzen Welt. Und auch heute gibt es noch Leica Microscopes, die immer noch spezialisiert darauf sind, für Untersuchungen, Forscher und Wissenschaftler die höchste Qualität an Mikroskopen und Gläsern herzustellen. Nur damit ihr es mal einordnet, könnt. Kameras sahen damals übrigens so aus. Extrem groß, klobig, schwer. Es hat minutenlang gedauert, ein Foto zu machen. Es war jetzt nicht wie ein Bild malen, aber schon so ungefähr. Ganz lange still sitzen, ein Foto machen. Das dauert dann viele Minuten und dann kann man nochmal vielleicht ein zweites machen. Ein Name ist jetzt ganz wichtig und zwar Oskar Barnack. Der hat damals in den Leitzwerken gearbeitet, war Mechanikmeister und hat dann relativ schnell die Abteilung übernommen, wo sie versucht haben, Kinokameras weiterzuentwickeln. Also das gab es dann schon innerhalb der Firma. Und damals waren Filme sehr unzuverlässlich. Das heißt, um genau rauszufinden, wie jetzt ein Film reagiert, musst du ganz viel Material verbrauchen. Und er dachte, ey, ich will einfach ein kleines Gerät bauen, wo ich nur ein bisschen Film reinmachen kann, um damit ein Still zu machen, um dann zu sehen, wie reagiert der Film. Leichter gesagt als getan. In diesem Prozess hat er 1913 und 1914 die allererste Version der Ur-Leica gebaut. Und nur um es hier mal erwähnt zu haben, das ist damit die erste Kleinbildkamera der Welt. Jetzt denkt ihr euch, krass, das ist ja die übelste Revolution. Man kann mit so einem kleinen Ding einzelne kleine Fotos machen, das muss ja direkt eingeschlagen sein, ist es aber überhaupt nicht. Fotografen haben das damals nur so als kleines Mini-Spielzeug belächelt, weil sie ja auch wirklich so klein war, haben es überhaupt nicht ernst genommen, wie so oft, wenn es eine Innovation gibt. Und auch die Leitzwerke selbst haben gesagt, okay, wir entwickeln das jetzt mal peu à peu weiter für uns, aber nicht mit dem Ziel, das jetzt möglichst schnell auf den Markt zu bringen oder schon mit dem Wissen, hey, wir haben hier gerade was ganz Revolutionäres. Bei der Entwicklung hat leider auch nicht geholfen, dass dann erstmal der Erste Weltkrieg kam, wo sowieso eigentlich alles eingestellt werden musste. Barnack hat das aber so in seinem Ermessen so gut wie es ging gemacht, die auch mal mit nach New York genommen, da die ersten ikonischen Snapshots gemacht und wie krass muss das gewesen sein, was die einzige und erste Kleinbildkamera der Welt, niemand anderes auf der Welt hat ihn, du läufst durch New York, machst da so die ersten Schwarz-Weiß-Bilder. Ich glaube, das muss schon sehr besonders gewesen sein. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Leitzwerke waren an dem Punkt übrigens die größten und wichtigsten Mikroskophersteller der Welt, weil andauernd neue Krankheiten entdeckt wurden, eben durch diese Mikroskope, man neue Medikamente entwickeln wollte, forschen wollte und das ging eben nur mit diesen Hightech-Mikroskopen von Leitz. Nach dem Ersten Weltkrieg, und jetzt kommen wir zu diesem einen Brot, was 5 Milliarden Mark gekostet hat, kam es in Deutschland 1923 zur Hyperinflation. Also die Preise und Geldentwertung ist astronomisch gestiegen. Das ist nichts, was man mit der heutigen Inflation auch nur annähernd vergleichen kann. Das Brot kostet 260 Milliarden. Und für ein Pfund Fleisch muss ein Arbeiter seinen gesamten Tageslohn hinlegen. 3,2 Billionen Mark. Dadurch ist auch die Nachfrage an den Mikroskopen zurückgegangen. Und Ernst Leitz Junior, der das Unternehmen damals geführt hat, musste sich überlegen, ey, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Einkommensquelle, was machen wir? Aha! Wir haben noch da diesen Kameraprototypen. Warum bringen wir den nicht auf den Markt? Damals hat die Führungsebene gesagt, ey, wir haben Angst, dass das als Spielzeug wahrgenommen wird, dass wir uns unseren ernstzunehmenden Ruf irgendwie verspielen. Und ihr müsst euch ja vorstellen, das war 1924. 1923 gab es noch diese Hyperinflation. Also wirklich eigentlich wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, um irgendwie komplett eine Weltrevolution zu launchen. Die muss ja auch erstmal erklären. Da müssen Leute erstmal das Geld für haben. Das muss ich überhaupt erstmal verbreiten. Aber er hat gesagt, nee, ich glaube an das Produkt. Wir ziehen es jetzt durch. Wir gehen jetzt auf die Messe. Wir bringen dieses Produkt raus. Haben sie dann auch gemacht und es ist eingeschlagen. Der Ruf von, das ist ein kleines Spielzeug, hat sich schnell abgelegt zu,
Das ist ja eine Revolution. Und Leica war von Anfang an, und das regt sich auch bis heute durch, Handarbeit auf einem unfassbar hohen qualitativen Level. Weil das Produkt, was sie rausgebracht haben, war nicht wie bei GoPro, als was irgendwie vom Himmel fällt, sondern die Leica hatte von Anfang an eine unfassbare Qualität. Und es gibt tatsächlich ein Bild, was auf diesen ganzen Messen und weltweit die Leica so berühmt gemacht hat in den Anfangsjahren. Und zwar dieses Bild von einem Tierpfleger. Müsst euch das vorstellen, ich finde das Bild ist unglaublich, weil niemand hat daran geglaubt, dass aus diesen kleinen Negativen so hochwertige, hochqualitative Bilder rausskaliert werden können. Aber dieser Schnappschuss von Löwen eines Tierpflegers hat genau das gezeigt, dass genau das mit der Kamera geht und ja, die Leica einfach über Nacht in der Welt berühmt gemacht. Dann haben sie in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern einfach die Kameras immer weiterentwickelt. Neue Objektive, neue Verschlüsse, lichtstärkere Objektive, schärfere Objektive, besser zu bedienende Kameras, einfach das Produkt immer weiterentwickelt. Dadurch, dass sie ja dieses krasse Mikroskopglas, Fernglas-Knowledge in-house hatten, sind sie ja auch prädestiniert, um genau diese lichtstarken Objektive, ja, wahrscheinlich einfach schneller und besser zu machen als alle anderen. Leica hat sich durchgesetzt und war unglaublich beliebt. Sie stand für Qualität, alle Profifotografen wollten eine haben. Sie war schon damals natürlich sehr teuer und ein absolutes Statussymbol. Fun Fact, als der Krieg vorbei war, waren Leicas auch unglaublich beliebt auf dem Schwarzmarkt. Also bei den Amerikanern war so ein richtig gutes Radio ungefähr 500 Zigaretten wert und eine okay funktionierende Leica 5000 Zigaretten. Eine Leica hatte immer einfach diesen Wert, weil immer was Besonderes und jeder wusste, hey, das ist Qualität. Dann ist Leica aber so in den 70ern was passiert, was ja irgendwie leider der ein oder anderen Traditionsfirma passiert ist, über die ich hier schon berichtet habe. Und zwar, sie haben so ein bisschen den Sprung ins nächste Kapitel verpasst. Aber nicht, weil sie das Wissen und Können nicht in-house hatten. Sie haben einfach auf die falschen Werte gesetzt. Man dachte bei Leica mehr, okay, die Leute wollen keinen Autofokus, die Leute wollen nicht dieses Ganze digitalisieren, sie wollen Beständigkeit und Qualität und das weiterentwickeln. Das hat sicherlich auch für viele Fotografen zugetroffen, aber nicht für alle. Es gab so einen Durchhänger, wo von Leica nicht viel Neues kam. Bis in die Ende 60er Jahre, da hatte ich zwei oder drei Leicas dabei. Aber dann kam eben doch die Zeit, wo ich umstieg, auch parallel dazu dann auch eine Spiegelreflexkamera hatte. Damit haben sie so den Zug verpasst und obwohl sie zum Beispiel den Autofokus mitentwickelt haben, haben sie ihn nicht eingesetzt in ihren Produkten, weil sie dachten, das wollen sie nicht, sondern das haben dann die Japaner gemacht. Die deutsche Kameraindustrie war in der Vergangenheit für uns ein großer Lehrmeister. Aber heute wundere ich mich darüber, dass die deutsche Industrie so wenige Kameras nach dem neuesten Stand der Technik baut. Leica musste von 7000 Mitarbeitern auf 4000 runterkürzen. Dann sind Investoren reingekommen, Schweizer. Es sind auch neue Produkte auf den Markt gekommen. Leica hat nie schlechte Produkte gemacht, also immer alles, was rauskam. War bei Profifotografen schon immer sehr beliebt und sie haben nie diesen respektablen Ruf verloren. Sie sind dann nur im Marktanteil deutlich kleiner geworden. Long story short, 2005 wären sie tatsächlich aber fast pleite gegangen, wenn nicht der österreichische Unternehmer Andreas Kaufmann reingekommen wäre, um frisches Geld reinzupumpen. Okay, wie geht es Leica heute? Im Endeffekt würde ich sagen, gibt es drei große Produkte rein, die man wirklich kennt. Einmal die M-Serie, also da die analogen M6 und die digitalen M11. M11 nehme ich jetzt einfach mal wahr als das aktuelle absolute Flaggschiff von Leica. Und die M6 würde ich sagen, kann man positionieren als die analoge Leica, wenn man sich jetzt eine kaufen will. Kein Autofokus, weder bei der M6 noch bei der M11, aber die eine digital, die andere analog. Dann, und zwar das ist die Kamera, die ich habe, ist das die Q-Serie. Neuestes Modell ist die Q3, das hier ist die Q2. Ich bin unfassbar zufrieden mit dieser Kamera und so gut wie jeder Freelancer, der irgendwas auf sich hält, den ich kenne, rennt bei jedem Event hier so mit einer Leica Q2 oder Q3 rum, zusätzlich zu seiner Sony oder Canon. Du kannst das Objektiv nicht wechseln, was ich extrem geil finde. Dadurch ja, hast du ja gar nicht die Möglichkeit zu überlegen, will ich irgendwas anderes drauf machen. Aber diese 28mm 1.7 sind für mich auch die perfekte Brennweite. Ich bereue keinen Cent, ich habe sie mir gebraucht gekauft, aber ich bereue trotzdem keinen Cent, den ich in diese Kamera gesteckt habe. Fast mein gesamtes Buch aus 2022 ist mit dieser Kamera fotografiert. Ich habe sie eigentlich immer und überall dabei und für mich, für dieses bisschen Knipsen, ist das genau die perfekte Leica. Und dann gibt es auch noch die SL-Serie. Also das sind einfach digitale Vollformat-Kameras. Glaube ich auch gedacht, einfach sehr für diesen professionellen Bereich. Und das Pendant in meiner Wahrnehmung zu einer Sony R5 oder der jeweiligen Canon-Kamera. Richtig beliebt, so wie ich das in meiner Wahrnehmung habe, sind das vor allem die Q-Serie und die M-Serie. Die Preise sind natürlich verrückt bei Leica, aber nichtsdestotrotz konnten sie über die letzten Jahre immer weiter den Umsatz steigern und dass ihr es mal grob im Kopf habt, sind jetzt bei knapp unter 500 Millionen Umsatz
pro Jahr mit den Kameras. Heute ist es so, dass Leicas immer noch zu vielen Teilen mit Handarbeit made in Germany produziert sind. Und das ist auch, was die Kameras so besonders macht. Man hat aber schon vor vielen Jahren angefangen, auch in Portugal zu produzieren, aber da eben auch mit Handarbeit und auch nicht mit großen Verlusten in der Qualität. Ganz neue Innovation stand jetzt, ein Tag bevor ich dieses Video hier aufgenommen habe, ist auch die Leica Denlux 8. Kein Placement, kein irgendwas, aber gehört ja zur Geschichte dazu, wenn jetzt gerade ein neues Produkt rausgekommen ist. Übrigens, bei der Liste der teuersten 5 Kameras der Welt sind, ja, es sind alles Leicas. Teilweise eben diese Ur-Leica, die jetzt auf Platz 1 ist, oder alte aus den 20ern, die teilweise vergoldet sind oder besondere Modelle. Und eine finde ich besonders krass, und zwar auf Nummer 3. 2013 hat Leica mit dem Apple-Chefdesigner John Ive für wohltätige Zwecke ein One-of-One-Leica-Modell entworfen. Und ich habe das so gesehen und dachte so, boah, das sieht krass nach Apple aus. Und dann habe ich gesehen, wer es designt hat, war so, ah ja klar, deswegen. Unglaublich krass, die ganze Kamera ist aus einem Aluminiumblock gemacht, wo in vielen hunderten Stunden Handarbeit diese kleinen Punkte reingefräst wurden. Also vom Design her, das ist genau mein Geschmack. Bevor wir uns der Frage stellen, ob es diesen Leica-Look jetzt wirklich gibt und darauf eine Antwort finden, möchte ich einmal dem Sponsor des heutigen Videos danken, und zwar Insta360. Insta360 hat uns zum einen das neue Flaggschiff-Modell, die X4 geschickt, die erstmal unglaublich geil ist, mit der wir schon tolle Erfahrungen gemacht haben. Also wir hatten vorher die X3 uns selber gekauft, waren schon unglaublich zufrieden mit der, und die X4 setzt das einfach nochmal mit 8K, verbessertem Gehäuse, verbesserten Features, der Auflösung, besserer Slow Motion, besserem Lowlight etc. pp. nochmal auf ein neues Level. Aber das ist nicht alles, denn es gibt vom 27. Mai bis 7. Juni jetzt eine Sommeraktion. Ich habe euch den Link zum Store mit einem Affiliate-Link, wenn ihr mich dabei supporten wollt, in die Videobeschreibung gepackt, denn da könnt ihr bis zu 190 Euro im Store sparen. Es gibt viele Rabatte auf die verschiedensten Modelle und eben sowieso auch die neue X4 jetzt gelauncht im Store. Schaut mal in die Videobeschreibung rein, da sind alle Links zu allen Rabatten. Wenn ihr mich supporten wollt, nehmt gerne meinen Affiliate-Link. Es geht weiter mit dem Video. Kommen wir zum dritten Punkt, und zwar gibt es diesen Leica-Look jetzt eigentlich wirklich. Ich habe ja nur eine Kuh, was von vielen Leica-Enthusiasten als das ist keine echte Leica abgestempelt wird, weil du hast ja einen Autofokus drin, hat ja auch einen Sony-Sensor und so weiter und so fort. Ich würde ganz ehrlich sagen, bei einer Kuh, nein, du hast bei einer Kuh nicht den Leica-Look. Aber soll ich euch mal was sagen? Das ist auch völlig egal, weil es ist einfach eine unfassbar gute Kamera. Also das war mir auch schon klar, bevor ich sie gekauft habe. Sie ist so klein, sie ist so leicht, sie hat einfach so ein geiles Design. Der Look ist eben, dass du so weitwinklig bist, so offenwinklig bist, und dadurch, dass die Kamera so leicht und unauffällig ist, entstehen eben Bilder, die nicht passieren würden. Meiner Meinung nach, wenn du eine fette A7 R5 mit Batteriegriff und noch einem G-Master dran hast mit Dingen und allem, dann hast du halt eine richtig große professionelle Kamera, die schreit, ich mache jetzt ein Foto, und mit so einer Leica machst du mehr diesen Schnappschuss. Wenn man den Leica-Look etwas zuordnen will, dann sind es, glaube ich, vor allem die Objektive und die Gläser, die durch das Bokeh und diese Lichtbrechung nochmal da wirklich so einen besonderen Look geben können. Und ich glaube, der Leica-Look ist einfach dieses eher offenblendige, vor allem weitwinklige Fotos in so einem Reportagestil. Das ist einfach dieser, was man mit dem Leica-Look verbindet. Und diese Kameras sind einfach unglaublich zuverlässig, haben eine unglaublich krasse Qualität. Und das füttert einfach diesen Mythos an, diese teuren Preise, glaube ich auch, dieses Made in Germany, dieses so ein bisschen Unerreichbare, dieses Mal eine Leica haben, war für mich auch was ganz Besonderes und ist auch für mich immer noch was ganz Besonderes. Das füttert, glaube ich, bis heute auch bei einem Peter McKinnon oder bei einem Paul Ripke diesen Mythos der Leica an. Die ganz besonderen Bilder, bei einem Paul Ripke zum Beispiel, sind eben mit einer Leica gemacht. Diese ganz besonderen Momente hat er mit einer Leica eingefangen, und ich glaube, das hält diesen Mythos einfach am Leben. Also Freunde, als Schlusstake, geht vielleicht mal auf euren Dachboden bei Oma oder Opa. Vielleicht fliegt da noch so ein Leica-Glas rum. Könnte einiges wert sein. Freunde, lasst ein Video hier immer, wie immer, gerne Daumen nach oben, das Subscribe gerne rein. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.